Sharon Zakiri, dem Nations League Match gegen Belgien, ist hinter euch. Wenn jetzt mit ein paar Tagen Verspätung zurückschaust, was ist hängen geblieben von diesem Match? Ja, sicher. Ich glaube, eher die positiven Sachen werden in Erinnerung bleiben. Klar haben wir vielleicht keinen Sieg geholt, wir haben ein Spiel verloren, aber haben ein sehr gutes Spiel gemacht und von dem her können wir die guten Sachen mitnehmen und probieren jetzt das Spiel hier in Island anders zu machen und probieren zu gewinnen. Was hat besonders gefallen, dir persönlich in Belgien? Was haben die besonders gut gemacht? Ja, mir hat gefallen, vor allem am Anfang an haben wir uns nicht versteckt. Wir haben Fußball gespielt, wir sind mutig auf den Platz gegangen und haben gut dagegen gehabt gegen den Weltrangliste Ersten. Und von dem her sind wir eigentlich zufrieden mit der Leistung, aber nicht mit dem Resultat. Jetzt ist es etwa 20 Grad kälter in Island. Der Platz wird wahrscheinlich weniger gut sein als der in Brüssel. Von was für Bedingungen gehen dir persönlich aus? Ja, es wird sicher nicht das wärmste Wetter sein hier. Ich glaube, mit dem wie wir umgehen können und wissen auch, was auf uns zukommt, weil wir natürlich auch vor 5 Jahren etwa hier auch gespielt haben. Und die meisten Spieler wissen eigentlich, was auf uns zukommt. Du hast es gerade selber angesprochen, die Schweiz hat das letzte Mal vor 5 Jahren gegen Island gespielt, im Oktober 2013, 2-0 gewonnen. Was verbindest du für Erinnerungen mit dem Spiel? Ja, ich glaube, vor 5 Jahren haben sie nochmal eine andere Mannschaft gehabt. Ich glaube, in diesen 5 Jahren bis jetzt haben sie sich sehr gut entwickelt, haben eine sehr gute Mannschaft. Und von dem her wird das ganz ein anderes Spiel sein als im Hinspiel in der Schweiz. Und wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Aber wir kommen auch hier mit Zuversicht und wir eine gute Leistung bringen, um auch hier bestehen zu können.